Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Mother 1. Eigentlich wäre ein Re-Let's Play, also ich werde es wahrscheinlich auch so nennen. Ja, ich hatte zwar die letzten beiden Aufnahmen noch auf Platte, aber ja, ich dachte mir, soll ich noch ein bisschen was aufnehmen, weil du hast eh Bock zu. Bist eh vorwärts kommen und das Spiel geht ja eh nicht so ewig lange. Und ich wundere, dass man gerade den weißen Bildschirm oder so gesehen hat. Ich nehme das Ding ja, wie letztes Mal schon gesagt, mit einer Bildschirmaufnahme auf. Mit dem Retro-Achievements Overlay. Jetzt habe ich auch inzwischen auf Softcore-Mode umgestellt. Und es war die ganze Zeit auf Hardcore-Mode. Deswegen habe ich auch Achievements bekommen gehabt. Und jetzt dürfte eine ganze Zeit lang keine mehr aufploppen. Dementsprechend. Ja, wollen wir da mal. Und ja, das letzte Mal ja, hatten wir unser Tagebuch von dem Großvater geholt. Poltergeist hat das Haus angegriffen und jetzt sollen wir in die große weite Welt und ja, Dinge tun. Und dementsprechend, ja, guck mal. Nintendos Haus. Ja, da ich weiß, wo ich hin muss, gehe ich erstmal nach rechts. Und zwar geht es jetzt erstmal, ich will euch mal ganz, na, so, das ist die Taste, ganz kurz die Karte zeigen. Sieht im Original auch nicht so aus. Hier hat er sich richtig Mühe gegeben. Das ist eine richtig schöne kleine Minimap. Und dieses, ja, wir müssen jetzt quasi. Da, wo links oben der Pfeil ist, das sind ja wir und wir müssen runter in die Stadt. Und dementsprechend würde ich mal sagen, machen wir das jetzt auch mal. Und Hallöchen. Oh me, oh my, oh me, oh my, oh me, oh my. Bisschen Roboter. My dear little people is gotten lost. If you are going into town, please tell the mayor from me, okay? Okay, mache ich. Also, Bürgermeister Bescheid sagen, dass eine Pipi verloren gegangen ist. Wahrscheinlich ihr Pipi. Klasse. Okay. Mama's Day. Jo. Sogar ohne Kampf. Did your Poltergeist attack your house? One Tom, mein Part. Das ist schön für dich. Das interessiert bloß keine Sau. Hey, I'm a meddlesome mouse. You can only enter some houses and towns, but you can go into any house with one door or sign. Try to enter the others and you'll just hit your head. Well, bye. Ja, gab dann ist natürlich nicht so viel Speicherplatz. Ich glaube, es ist in Mother 2 kann man nicht alle Häuser betreten, weil nicht alle Eingang haben. Aber ja. You didn't just come from the cemetery, did you? Nein, ich komme von oben, du Volldepp. Someone must be controlling the dead. Ah, und da hat man schon die ersten Probleme, die wir haben in der Stadt. Es laufen Untote herum. Animals have suddenly gone violent and the dead have arisen, keine Ahnung. What should we do? I'm so scared, I can hardly breathe. Canary Village is northwest of here. You should definitely go and visit it. The admission is free. So. Das ist irgendwie sehr innen, auch wer hätte das gedacht? Und die kommen im Nachten. Wer hätte das gedacht? Welcome. It's $49 per night. Can I stay? No. Oh, that's too bad. Well, come back again. Ich werde wahrscheinlich größtenteils eh bei der Mutter übernachten, selbst wenn ich in den nächsten Städten bin. Gut, irgendwann vielleicht nicht mehr, aber jetzt am Anfang, wo die Wege noch relativ kurz sind. This hotel is cheap, but that's about the only thing it has going for it. Exhausted? Go to the hotel. That's it, really? Really? Naja, die typische Übernacht,
Heilungsregel in JRPGs. Du kannst mit einem HP irgendwo rumlaufen und verkrüppelt sein, bis du nicht mehr. Du kannst nur noch ein laufender Kopf sein und du übernachtest in einem Hotel und du bist wieder vollständig genesen. Ja, schön. Will the zombies take over our town too? Ach, was irgendwie ist, ich sollte hier, ich hab mich noch ein bisschen gelevelt, Level 5, ne? Also, ich habe auch neue Sachen gelernt. Einmal, Life Up Alpha, halt, also halt, was halt Heilung Alpha ist in der deutschen Marvel 3 Übersetzung. Und das war's eigentlich, mehr habe ich, glaube ich, noch nicht gelernt, genau. Dementsprechend, oder? Ah, ne, Hypnose habe ich nur gelernt, Hypnosis. Man kann sich das Gegner einschläfern. Please say you are not a zombie. Are you? No. Are you really a human? Yes. How did you make it this far? Es gab kein Gegner. Please say you're not a zombie. Are you? No. Are you really a human? No. I knew it. I'm so scared I think I'll wet my pants. Are you? Ja. Yeah. Ich habe ein stupid zombie herd. Ah. Und der rennt da weg. Ja, schön. Bleib stehen. Alter, bleib stehen. You can withdraw cash from the store's machine, but you need an ATM card to use it. If you ask me, that's not very convenient. Ja, wenn du eine alte Schachtel bist und keine EC-Karte hast. I quite admire the man over in Canary Village. Und was sagst du? Nee, Steuerung. The animals are locked in the zoo. They have all gone berserk, you see. Bread is good for when you are hungry, but I bet you could use its crumbs to mark your train. It's none of my business, though. Ja, was ich ja schon mal erwähnt habe, dass man sich da rumteleportieren kann mit dem Ding, mit dem Brot. Der Receptionist in City Hall, she's so pretty. Ich weiß gar nicht mehr, was es mit der Aufsicht hatte. The town mayor's looking for someone brave. Hier müssen wir mal reden. Hier haben wir den Burgerladen. Aren't you Nathan? That's not nose kid who sat near me in Kindergarten. Warum arbeitet eigentlich ein Kind? Ich glaube, Nintendo ist irgendwas so um die 10 oder so in einem Burgerladen. Das ist irgendwie, erinnert mich irgendwie an Mafia 3 und die Fabrik. Welcome, have a look at our menu. Orange Juice, French Fries und Hamburger. Nein, ruhig doch nichts. Change your mind. Okay, we hope you come back soon. Das Ding ist, Heil-Items sind in Mafia 1 noch verdammt unnütz, finde ich, weil meistens halte ich eh mit Life ab und habe genug PP. Weil ich eh meistens nie mal überlevel. Mach was, Stay Town Hall. Nehmen wir erstmal da rein. I have a secret to share with you later. I'm Albert, the mayor. Assistant. Das ist so trocken. Ich bin Albert, der Bürgermeister. Punkt, 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 Assistent. The mayor is right over there. Oh Gott, das ist typisch mal meiner. This task's a big one, but I have high hopes for you. Well, you see, a child has strayed into the cemetery. And my luck, I'm up for re-election soon. So, please help me. No? Oh, you do it? To rescue here, but you must come back alive and you'll be a hero. I'd go with you, but I'm not feeling that well. Sorry, ja, jetzt haben wir unsere erste richtige Quest bekommen. Wir sollen Pipi vom Friedhof holen, retten, bladiblub, was ich meine. So, hier kann man Items so geben, also quasi verkaufen. Aber ich habe nichts. Mal gucken, wie viel Geld habe ich eigentlich. Ich glaube, irgendwas mit 300 oder sowas, ne? Ah, erst 268. So, gut. Nehmen wir mal jetzt mit und gucken, was wir uns davon kaufen können. Ich glaube nicht allzu viel.
Drugs. Antidote erstmal. Medicine. Okay. Bugspray. Warum ist das so fucking teuer? Ich glaube, das macht noch immer so viel Schaden. Nur an Käfern. Und die sind meistens eher in dem Schwach. Sports Goods. Oder auch Waffen. Können wir uns theoretisch das Slingshot holen? Vielleicht habe ich schon mal an. Ja. Nein. So, wie viel haben wir denn? Offense 19. Ja, dann haben wir mit dem Ding. Oh ja, 1, 2, 3. 3 Punkte. Ne, 4 Punkte haben wir aufgegangen. Hochgegangen. Oh, ich möchte husten die ganze Zeit. Was ist los? So, ja, mal Essen. Orange Juice, Bread, Sports Drink. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel das Sports Drink ist. Halt, übrigens, habe ich nie benutzt. So, Hallöchen. As you can see, all the animals escaped. All we have left is this canary magic. Want it? Nein. I don't blame you. It can't even sing. Ja, Anspielung. Oder Foreshadowing. Ja, ich will es. Then how about $85? Nein. How about for free? Come on, please take it. Ja, das ist ein kleiner Trick, wie man sich Geld sparen kann, indem man einfach sagt, nee, will ich nicht viel Geld haben. It has a lonely look in its eyes. Ja, okay. No. Something must be controlling all the animals. Also irgendetwas kontrolliert hier die Tiere und irgendetwas lässt die Toten wieder auferstehen. Das ist sehr super. Ja, ich sag doch, also die Story von Mama ist halt noch sehr bare bones. Im Gegensatz zum zweiten und dritten Teil. Der zweite ist jetzt auch nicht die Mega-Bombe, finde ich. Aber es ist schon ein bisschen teilweise spannender als Teil 1. I'm starving. Ja, das ist schön für dich. Dann geht ihr was zu essen kaufen. A little girl got lost in the cemetery. Has she been rescued yet? Nein. Und hier haben wir noch das Krankenhaus. How are you here to see niemanden? Oh, you're not here to visit anyone? If you are the patient, please come into the back room. Ja, also in der Mava-Reihe, ich weiß nicht, in Mava 1 und 2 ist es so, dass man, wenn man stirbt, also wenn ein Partymitglied stirbt, muss man ins Krankenhaus, um denjenigen wiederzubeleben. Ist quasi, dann wird derjenige gerade zufällig eingeliefert, aber ja, ist halt quasi einfach eine Church, eine Kirche, das Krankenhaus dementsprechend, ja. Es gibt, ich glaube, in Mava 1 gibt es keine Items, die wiederbeleben, oder? Ich weiß es gar nicht. Also, man kann sowieso verdammt spät erst in Mava 1 wiederbeleben. Also, Tod ist hier echt sehr krass. Das wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, weil ich meistens die Gegner ein bisschen unterschätze. Noch, naja. So, Hallöchen, wie kann man sich heilen? Yes, yes, I can give exclamations for $55. Nein. You don't really need treatment. Right then. Nee, ich bin voll, glaube ich. Ja, komplett voll. Dementsprechend. Es gibt eh einen kleinen Trick, den ich später noch zeige in der zweiten Stadt. Wie man an kostenlose Behandlungen kommt. So. Gut. Karte. Ich glaube aber, das dürfte soweit. Ich glaube, hier waren keine weiteren Sachen. Hier geht's nach Marisville, beziehungsweise ach Gott, wie heißt das auf Japanisch? Halt die zweite Stadt halt. Und da oben geht's dann zum So, und hier sind schon Gegner hoch. Hallo Wally! Die bashen dich mal. Noch mal ein Autogramm. Sollte immer noch rechnen. Jupp, ich bin stark genug. Sehr schön. Und Nintendo, oh, hab was Neues gelernt. Was denn? Antidote. Sehr schön. Das ist im Grunde Psi-Healing Alpha. Bloß, dass es in der Version ist umbenannt wurde, und zwar in die Statusveränderung, die das Ding jeweils heilt.
Weil es ist nämlich so, dass, glaube ich, sie Healing noch nicht eine gewisse Menge an Schlossveränderungen heilt, wie im zweiten Teil. Das ist ja so, da heilt es ja das und das und das und dann halt Z-Healing Beta, das und das und das, plus noch das alte vom Z-Healing Alpha. Und auf daher haben sie es ja dann eh komplett gestreamlined, dass sie gesagt haben, ja, Z-Healing Alpha halt einfach nur einen Stauseffekt, Z-Healing Beta halt alle Stauseffekte und so weiter. Jo. Zombie! Fake Zombie, Hallöchen. Charge Nathan, aua. Muss ein bisschen aufpassen jetzt, dass der mich jetzt nicht irgendwie killt. Ja gut, okay, das war's. So stark sind die auch wieder nicht. Geben aber recht auch nicht EP. Say, are you thinking of going to the cemetery? Ja. Yeah. I thought you were a sensible boy. Das Witzige ist, er sagt dasselbe auch bei Nein. Da kann man sich auch Dialoge sparen. Hehehe, you got to be a zombie too. Und dann haben wir den nächsten Fake-Zombie. Wenn der mich jetzt nicht gerade smasht oder ich ihn smashe. Ich heile mich wohl lieber sicherheitshalber. Yep. So. Gut. Sehr schön. Aber noch kein Level. Das dauert noch ein bisschen. So, dann machen wir jetzt mal auf zum Cemetery, würde ich sagen. West Healer's House. Bridge Path Cemetery. Don't walk alone. Ich gehe jetzt mal zum Heilerhaus. So, Hallöchen. Believe it or not, I'm a healer. I can restore your PP or cure friends turn to stone. Nö. Oh, okay. If you say so. Ja, also ich kann für Geld seine PP wiederherstellen. Ups, ich hätte vielleicht mein Geld einzahlen sollen. Ich bin dumm. Muss ich gleich noch machen. Ich geh noch mal ganz kurz zurück. Oh, nur 7. Dann bin ich auch schon Level 6. Das geht auch schneller, als ich dachte. So. Dann hast du schon wieder zu, das gibt's doch nicht. So, dann können wir noch mal ganz kurz hoch zur Stadt. Geld einzahlen. Dann geht's wieder runter. So. Ich muss den Crackbad eh mal eben verkaufen. Ja, das ging. $40, nice. So, der Busset. 1, 8, 8. So, sehr gut. So, dann geht's runter. Ich finde es gut, dass man so minimal ein bisschen Abkürzung nehmen kann. Aber auch nur minimal. Was sagt das über Weg? Oh, der Hippie. Hallöchen, Hippie. Du kriegst aufs Maul. Du bist zum Glück nicht ganz so stark. Ja. Außer du buffst dich, dann. Oder auch nicht. Okay. Ist im Original einer der stärkeren Gegner, die rumlaufen. Von dem kriegen die meisten Leute, wenn sie es unterschätzen, aber erstmal an der Richtung aufs Maul und sterben. Das, ich glaube, das Gefühl ist, in der wir sind ein bisschen genervt worden. Er ist nicht mal ganz so stark. Nein, Blödsinn. Bla, warum habe ich den an? Und schon wieder 53 bekommen. Oh, so schnell kriegt man Geld hier. In dem ein EP. Nice. Ja. Aber ich würde mal sagen, ich mache erstmal Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Mama 1. Auf Wiedersehen, Leute, auf Wiedersehen. Tschüss.